Hey Maschine und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit 10 Wandübungen, die definitiv dazu sorgen werden, dass du in der Lage bist, deine technischen Fähigkeiten auf das nächste Level zu bringen. Und kurz bevor wir damit starten, will ich eine Geschichte mit dir teilen, die definitiv dazu beigetragen hat, dass ich überhaupt angefangen habe, an den Grundlagen, an den Basics zu arbeiten. Und falls du mit der ersten Übung schon mal losstarten willst, dann werde ich jetzt die Zeit mit einblenden, bei der es mit der ersten Übung losgeht. Viel Spaß damit! Chemnitz 2013, mein erstes Jahr beim Chemnitzer FC in der U19 und ich war nicht der Einzige, der aus Litauen kam, wir waren insgesamt zu dritt. Drei Jungs aus Litauen, die in Deutschland in einer Mannschaft zusammengekickt haben. Also ich glaube, sowas ist auch noch nicht so oft vorgekommen. Und der älteste von uns, Julius Aleksandravicius, eine absolute Maschine, körperlich herausragend, war auch Kapitän von der U19, sowie auch von der U21 Nationalmannschaften. Und er durfte ab und zu bei der ersten Mannschaft in der dritten Liga mittrainieren. Und Trainer Carsten Heine, aktuell Trainer von Altglienicke in der Regionalliga, gegen den ich vor ein paar Monaten mein Regionalliga-Debüt gemacht habe, hat uns in sein Büro eingeladen. Und ich war mehr oder weniger als Übersetzer da. Ich sollte einfach nur ein paar Sätze für meinen Freund übersetzen, weil ich schon Deutsch ein bisschen gesprochen habe, aber mein Freund jedoch noch nicht. Und er hat ihm eine Aufgabe gegeben. Er sagt, Junge, du bist athletisch, überragend einfach. Aber um in der dritten Liga mithalten zu können, musst du an deinen technischen Fähigkeiten arbeiten. Und dann hat er ihm eine Aufgabe gegeben, an der Wand 50 mal Innenseite mit rechts sowie auch mit links und genau dasselbe nochmal mit Vollspann in der Luft insgesamt 200 Ballkontakte zu sammeln, ohne dass der Ball runterfällt. Und dann guckt er so auf mich und sagt, Eddie, für dich gilt genau dasselbe und das werde ich nächste Woche kontrollieren. Und ich dachte mir so, gibt's doch gar nicht. Das ist höchstwahrscheinlich meine Chance meines Lebens. Und ich habe das wirklich ernst genommen. Ich dachte mir so, gibt's doch gar nicht. Wenn ich es schaffe, in einer Woche den Trainer zu überzeugen, dann wird er mir höchstwahrscheinlich eine Möglichkeit bieten, bei den ganz großen Jungs in der dritten Liga mitzutrainieren. Und ich habe daran gearbeitet. Ich bin an demselben Tag an die Wand gegangen und der Ball ist immer und immer wieder runtergefallen. Ich dachte mir so, gibt's doch gar nicht. So eine einfache Übung. Innenseite, rechts, links, 50 Kontakte und mit Vollspann rechts 50 Kontakte, genau wie mit links. Ich dachte mir, so gibt's doch gar nicht. Der Ball ist immer und immer wieder runtergefallen. Und das war so belastend, das war wirklich sehr frustrierend. Und ich habe immer wieder daran gearbeitet. Ich war jeden Tag in der Halle. Und nach einer Woche hatte ich das drauf. 200 Ballkontakte an der Wand, ohne dass der Ball runterfällt. Eine Woche vergangen, zwei Wochen vergangen, ein Monat vergangen. Und den Trainer hat es letztendlich gar nicht interessiert. Ja, und entweder hat er das vergessen oder es hat ihn wirklich gar nicht interessiert. Auf jeden Fall, er hat sein Wort nicht gehalten und in dem Augenblick war ich so frustriert. Ich war so sauer auf ihn, weil ich so viel Arbeit, so viel Energie dort reingesteckt habe. Und wenn ich hier zurückblicke, bin ich wahnsinnig dankbar dafür. Weil vielleicht hätte ich auch gar nicht angefangen, an solchen Sachen zu arbeiten. An solchen einfachen Sachen, die so einen riesen Unterschied ausmachen können. Und das ist meine Botschaft an dich aus der ganzen Geschichte. Warte nicht, bis es jemand dir sagt, dass du gewisse Sachen tun musst. Du weißt ganz genau, was du tun musst, um Profi zu werden. Ja, du wirst auf deinem Weg zum Profi wahnsinnig viele Leute kennenlernen, die dir viel erzählen werden. Versuch, die wichtigsten Sachen deiner Meinung nach rauszupicken und das auch umzusetzen. Alles andere auszublenden, um fokussiert zu bleiben und um attackieren zu können. Ja, ganz einfache Sachen. Und ich sehe relativ oft, dass die Leute versuchen, an den außergewöhnlichen Sachen zu arbeiten und machen das wirklich so gewöhnlich, so durchschnittlich, weil die es nicht hinbekommen. Aber anstatt an den außergewöhnlichen Sachen zu arbeiten, fang doch erstmal mit den gewöhnlichen Sachen an und versuch das außergewöhnlich zu machen. Versuch das wirklich zu meistern, daran zu arbeiten, Prozess zu genießen und dann wirst du definitiv Fortschritte sehen. Also 10 Übungen an der Wand, die definitiv dazu sorgen werden, dass du ein besserer Fußballer wirst. Viel Spaß damit.
Lass uns mit der ersten Übung starten und ich empfehle dir erstmal an den ersten vier Übungen zu arbeiten und sie wirklich zu meistern, bevor du mit den restlichen Übungen anfängst. Die erste Übung, 50 Ballkontakte mit rechts Innenseite, zweite rechts Vollspann, dritte links Innenseite und die vierte Übung, 50 Ballkontakte mit links Vollspann. Und wenn du Linksfuß bist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mit der linken Seite zu starten, es zu perfektionieren und dann mit dem rechten Fuß das Ganze fortzusetzen. Und versteh mich bitte nicht falsch, um Profi zu werden, musst du diese Übungen nicht unbedingt drauf haben, weil es definitiv auch Profis in der ersten Bundesliga gibt, die diese Übungen nicht sofort hinbekommen würden. Doch es wird definitiv dazu beitragen, dass du deine Ballkontrolle um einiges verbesserst. Und ich persönlich bin wahnsinnig frustriert, wenn ich gewisse Übungen mit Ball nicht hinbekomme. Weil ich mein ganzes Leben Fußball spiele und ich glaube, jeder sollte ehrgeizig genug sein, um zumindest die Basics zu meistern. Es ist deine Entscheidung. Und bei den Übungen, denk an die brasilianische Lockerheit und bring Ausdauer, mein Freund. Oh, 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 oh
Thank you.